I can't do that. I can't do that. But you're almost German. This is torture. Wow, that's... These are long. Versicherung. You're very brave people, you German students. Freundschaftes Beziehungen. So bad. Hallo und herzlich willkommen in einem neuen YouTube-Video. Ich bin hier auf Teneriffa, immer noch auf den Kanaren. Diese Woche nehme ich an einem Mastermind teil. Hier sind sehr viele Creator, die andere Sprachen sprechen und unterrichten. Einige von ihnen kennst du bestimmt schon. Ich habe letztes und vorletztes Jahr auch schon ähnliche Videos aufgenommen. Dieses Jahr habe ich mir aber etwas ganz Besonderes überlegt. Ich habe uns 5 komplizierte deutsche Vokabeln ausgesucht. Meine Kolleginnen werden versuchen, diese Vokabeln richtig auszusprechen. Mal schauen, ob sie das schaffen. Nach jedem Wort werde ich dir erklären, wie du diese Vokabeln, diese Laute korrekt aussprechen solltest. Das Video ist auch ein kleines Experiment für mich. Wie du wahrscheinlich schon gemerkt hast, mache ich nicht so viele Aussprachevideos auf meinem Kanal, aber ich bin sehr gespannt. Und wenn du deine Aussprache üben möchtest, wenn du deine Grammatik und die Aussprache üben möchtest, dann lade dir jetzt unbedingt meinen kostenlosen Spickzettel zur deutschen Grammatik herunter. In diesem Spickzettel findest du ganz viele Erklärungen und Übungen für alle Niveaus von A1 bis C1. Um die Aussprache zu üben, kannst du die Aufgaben zuerst machen und danach die Sätze, die Dialoge in den Aufgaben laut vorlesen. Lies immer langsam vor, damit du wirklich korrekt alle Laute aussprechen kannst. Und versuche, die Tipps aus diesem Video direkt zu verwenden. Okay, es geht los. Okay, Emma, I'm gonna show you German words. Mm-hmm. Try to pronounce it as good as you can. Okay. Okay, let's go. Brötchen. 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 Yeah, almost. Can you pronounce the umlaut long? Brötchen. Yeah, Brötchen. Brötchen. Brötchen? Sounds very French. So it's Ö, Brötchen. Ö. Yes. Brötchen. Ö. Brötchen. Brötchen. Almost. Do you know what it is? Isn't it like a little bread roll? Yeah. Bread roll. Okay. Yeah. Okay. Das Brötchen. Brötchen. Das Brötchen. Es sieht leicht aus, ist es aber nicht. In diesem Wort haben wir den Laut Ö. Ö. Das ist der Umlaut. Ö. Um zu lernen, diesen Umlaut auszusprechen, musst du erstmal mit dem Laut E anfangen. E. E. Von E kommst du zu O. E. Die Zunge bleibt gleich. E. Ö. Ö. In dem Wort Brötchen ist unser Ö lang. Brötchen, 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 das Brötchen. Jetzt bist du dran. Wiederhole das Wort. Das Brötchen, das Brötchen. Ö, E, O, E, Ö, Ö, E, Ö. Okay, schreibe unbedingt in die Kommentare, ob das geklappt hat. Oh my God. This is a hard one. Rührei. I can't do Everybody is like splitting is it wrong. So it's the last word is only 2 letters. Ah. Uh-huh. That doesn't help. Yeah. You're right. Rührei. Yes. Rührei. Yeah. Rührei. Nah. Nah. Rührei. But it's not Rai. So. Ah, Rührei. Yeah. Rührei. It's only one air. So, Rührei. Yes. Yes, that is good one. Do you know what it is? It's something to do with egg. Yes.
Scrambled egg. Scrambled egg. Yeah. It comes. Das kommt von rühren. Rühren to mix. Like mix something. Yeah. Yeah. Mixed rühren. Eggs. Mm. Scrambled eggs. This is a German breakfast, basically. <It's laughs> word. Brötchen und Rührei, deutsches Frühstück. Lass uns jetzt zusammen lernen, wie du den Umlaut Ü richtig aussprechen kannst. Wir fangen mit dem Buchstaben I an. I, I. Von I kommen wir zu U. I, I, U, U. Also du rundest die Lippen. I, U, Rührei. Ü ist auch sehr lang hier. Rührei. Das Rührei. Beim Ö und Ü sind die Lippen rund. Ö, Ü. Das Brötchen, das Rührei. That's so long. Ja. Yeah. Wett. Aha. Wettbewerb. Bewerbs. Ah, I was reading it earlier. Wettbewerbsfähig. Wow. Did I get it? Yeah, sehr gut. Oh, I can't say it again though. Wettbewerbsfähig. Fähig. Fähig. Wettbewerbsfähig. So what's the final G actually? It's depending on the region. Either it's like the word König, king. Yeah, so it can be König or König. What do you recommend? I would say König. Okay. Yeah, but so it's more like my accent comes more from northern Germany, and they also say Hamburg. Hamburg. Yeah, and not Hamburg. I like that. So that would be Wettbewerbsfähig. Fähig. Mhm. Wettbewerbsfähig. Almost, wow, yeah. Wettbewerbsfähig. Fähig. Yeah. Wettbewerbsfähig. Yeah. It means competitive. Wow, that's... These are long. Das nächste Wort ist ein bisschen kompliziert. Wettbewerbsfähig. Also wir haben hier zwei Herausforderungen. Das Wort ist lang und besteht aus einigen kleineren Wörtchen. Und wir haben hier noch den dritten Umlaut, ä. Ä. Nicht ä, sondern ä. Und wir müssen jetzt lernen, wie man diese zwei Laute unterscheidet / ausspricht. Also, diese Buchstabe oder dieser Laut ist E, E. Der lange Umlaut ist Ä. Du öffnest den Mund mehr und sprichst den Laut mehr aus dem Hals. Ä, Ä, E, Ä. Wettbewerbsfähig, fähig. Der Laut ist lang. Wenn der E-Laut kurz ist, dann sprechen wir E und Ä gleich aus. Wenn der Laut lang ist, dann sprechen wir den Umlaut auch ein bisschen anders aus. Ä, fähig. Nicht fähig, sondern fähig. Wettbewerbsfähig. Hier ist ein Beispiel, wo die Laute E und Ä gleich ausgesprochen werden. Die sind kurz. In den Wörtern zum Beispiel echt, echt und mächtig, mächtig. In beiden Wörtern ist der Laut E kurz. Echt, mächtig. In unserem Wort wettbewerbsfähig ist der Laut lang. Also wir sprechen ihn ein bisschen anders aus. Sprich mir jetzt nach. Fähig, fähig. Wettbewerbsfähig. Competitive. Wettbewerbsfähig. So, wir sind jetzt mit drei Umlauten fertig. Und die letzten zwei Wörter sind ein bisschen einfacher.
Es gibt keine Schwierigkeiten in der Phonetik, in der Aussprache. Die Wörter sind einfach nur lang. Lass uns schauen, wie meine Kolleginnen mit den Wörtern klargekommen sind. Recht, Schutz, Versicherung. Ja, yeah, aber jetzt rechts. Rechts. Ja. Yeah. Rechts. Rechts, Schutz. Recht, Schutz, Versicherung. This is torture. How do you say torture in German? Folter. Das ist Folter. Ja. Rechtsschutzversicherung. Rechtsschutzversicherung. Ja. So Versicherung, it's like security, right? Ja, insurance. Rechtsschutzversicherung. Okay, I'm trying to work out where, because I know that German is basically made up of like multiple words stuck yes. together. Uh-huh. So I'm trying to find out. I guess it's Rechtsschutz. Mm-hmm. That's really hard. Uh-huh. Rechtsschutzversicherung. Yeah. Something like this. Yeah. Oh. Can you repeat it? Oh, I'm torturing. Rechts. Rechts. Oh, oh, that's complicated. I can't wow. do that. I can't do that comedy. Schutz. Schutz. Versicherung. Oh my God, I never realized it's so hard. That's really hard. Das Nomen ist die Rechtsschutzversicherung. Wir müssen das erstmal in eigene Vokabeln teilen. Das erste Wort ist Recht. Recht. Das zweite Schutz. Das dritte Versicherung. Zwischen dem Wort Recht und Schutz haben wir noch ein Fugen-S, ein extra S. Rechtsschutz. Rechtsschutz, Versicherung. Und jetzt alles zusammen. Die Rechtsschutzversicherung. Die Rechtsschutzversicherung. Hat das geklappt? Freundschaftsbeziehungen. Super! Ah! You said you're almost German. It was getting better and better. Yes, so. Yes. Freundschaftsbeziehungen. Freundschaftsbeziehungen. Yes. Okay, Freundschaftsbeziehung. So, do also I say so long? And that would be Beziehungen. Uh-huh. Freundschaftsbeziehungen. Uh-huh. Freund. Mm-hmm. Is that like friend? Uh-huh. Okay. Freundschaftsbeziehungen. Because the I and the E in German isn't like C. E, well, like you yeah. only pronounce if the first one. You will pronounce this like E, E, H, like a long E. Beziehungen. Beziehungen. Yeah. Beziehungen. Ah, it's four. So, yeah. Freundschaftsbeziehungen. Beziehungen. Oh, yes, there was the G. Yeah. Beziehungen. Yeah. So, Freund is friend. Schafts, mm-hmm. I think. It's a one word, Freundschaft. Friendship is mm-hmm. friendship. Mm-hmm. Isn't that relationship? Yeah. Friendship, relationship. Just a friendship. Yeah. It's just a longer word for friendship. Why do you need. A friendship is a relationship already. Why do you need the relationship part? Because we like German. We Germans like longer words. You're very brave people, you German students. Got yeah. it. That's the good thing about German. You can be so no specific. Yeah. Okay, wir sind beim letzten Wort angekommen. Das letzte Wort ist die Freundschaftsbeziehungen. Hier müssen wir auch das lange Wort in kleinere Wörtchen teilen. Die Freundschaft. 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 Die Freundschaft. Hier könntest du das auch nochmal teilen. Freund. Und die Nachsilbe schafft. Die Freundschaft und dann das Wort Beziehungen. Zwischen den Wörtern Freundschaft und Beziehungen haben wir ein kleines S, ein kleines Fugen-S. Dieses kleine S verbindet die zwei Wörter. Die Freundschaftsbeziehungen. Die Freundschaftsbeziehungen. Jetzt bist du dran. Wiederhole das Wort. Die Freundschaftsbeziehungen. Hat das funktioniert? Schreib's in die Kommentare. And the last one. Can you read all the words with heavy British accent? Okay. So if I were to read these like in English. Yeah.
Brötchen. Rührei. Rührei, okay. Wettbewerb Sefahig. And then the Retsch. Oh, there's like, like seven consonants together. Like Retschutz Versicherung. Sounds so bad. Freundschaft Beziehungen. It sounds more like Norwegian. Or yeah, it does. I was literally thinking that. I was thinking like, it sounds really Scandinavian, like some kind of Scandinavian language. It doesn't sound like German or English. Or English, yeah. Let's wrap it up with Italian accent. Okay. If I didn't know any German, I would say Brötchen, Rührei, Wettbewerbsfähig, Rechtsschutzversicherung, Freundschaftsbeziehungen. Don't learn from me. Don't learn from him. Ihr lernt mit mir und Spaß haben wir mit ihm. That's so much fun. Yeah. Thank you so much. It was really cool. Oh, my pleasure. Follow Emma on YouTube. She has the best YouTube channel for English pronunciation. Not German. Yeah. I can't do that, obviously. Yeah. Das ist alles zu komplizierten deutschen Vokabeln. Ich hoffe, du hattest ganz viel Spaß bei dem Video. Meine Kollegen hatten auch sehr viel Spaß. Ich hoffe. Denk daran, dass du dir komplett kostenlos meinen Spickzettel zur deutschen Grammatik herunterladen kannst. Mache unbedingt die Übungen in dem Spickzettel und sprich die Sätze laut vor. Wenn du sie vorliest, dann übst du immer deine Aussprache. Und jetzt hast du noch sehr viele Tipps von mir bekommen, wie du deine Aussprache verbessern kannst. Viel Erfolg, bleib dran und bleib fleißig. Ciao!